Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Ich hab dich darum gebeten, nicht zu kommen. Sei mir nicht böse. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste dich sehen. Chris, wie oft muss ich dir das noch sagen? Im Moment geht es einfach nicht. Ich bleib ja nicht lange. Nur 5 Minuten. Oh, bitte, Max. Na schön. Meinetwegen. Aber wirklich nur 5 Minuten. Das ist nur so. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Oh, noch lange. Sehr, sehr lange. Bis die erst den Mörder von Marianne gefunden haben und dann den Mörder von Heike. Wenn wir Glück haben, dauert's noch ein Jahr. Und wenn wir Pech haben, unser ganzes Leben. Was soll das heißen? Muss ich dir das wirklich erklären? Was meinst du denn, was passiert, wenn wir jetzt heiraten? Ich verstehe dich nicht. Na, was wird die Kripo denken? Seine Frau ist noch kein Jahr unter der Erde und er heiratet schon wieder. Aber was hat denn das mit Marianne zu tun? Die suchen doch den Mann, der die Bilder gestohlen und sie deswegen umgebracht hat, oder? Ja, die suchen immer noch nach dem Raubmörder. Und dann ist auch noch Heike ermordet worden. 2 Mordfälle in weniger als einem Jahr. Da wird jeder Polizist misstrauisch. Aber du hast doch mit Heikes Tod... Du warst doch nicht da, als Heike umgebracht wurde. Das wissen doch die Polizisten. Natürlich weiß die Kripo, dass ich auf dem Kongress in Barcelona war. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen. Mit Heikes Tod habe ich nichts zu tun. Das behauptet doch keiner. Aber die Kripo steht alle Augenblicke auf der Matte und löchert mich mit Fragen nach Marianne. Nach den Bildern. Ob ich immer noch keine Idee hätte, wer der Täter gewesen sein könnte. Ob Heike etwas gewusst, etwas geahnt oder etwas herausbekommen hätte. Ob Heike den Bilderdieb vielleicht kannte oder ihn zufällig entdeckt hätte. Chris, die geben keine Ruhe, weil sie die Mörder oder den Mörder, was weiß ich, unbedingt schnappen wollen. Was heißt denn den Mörder? Es waren doch 2. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ihre neueste Theorie ist, dass der Bilderdieb, der Marianne umgebracht hat, auch Heike ermordet hat. Ach, das ist doch verrückt. Krieg ich auch einen Kaffee? Hä? Oh ja, entschuldige. Ich hol dir eine Tasse. Danke. Bitte. Max. Ja? Warum ist Heike wieder ausgezogen? Hat mich die Kripo auch schon gefragt. Mehrfach. Und was hast du geantwortet? Die halbe Wahrheit. Dass Heike mich, ihren Vater, nicht leiden konnte. Dass sie sehr an der Mutter gehangen hat. Na, warum ist das nur die halbe Wahrheit? Willst du das wirklich wissen? Ja, ich muss ja. Na schön. Die volle Wahrheit ist, dass meine verehrte Tochter immer den Verdacht hatte, ich hätte irgendetwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun. Ach. Ja. Sie hat es nie offen ausgesprochen. Aber ich habe die Anspielungen und Bemerkungen und unverschämten Fragen genau verstanden. Wie ist sie denn bloß auf den Gedanken gekommen? Das hat sie mir nicht verraten. Hatte das mit uns? Ach, ich weiß es nicht, aber ich glaub's nicht. Ich wollte ja immer, aber Marianne hat vielleicht was geahnt. Nicht von dir, nein, nein. Sonst hätte sie dich, die gute Freundin, hochkant rausgeschmissen. Und Heike wäre nicht alle Nase lang zu ihrer Tante Chris gelaufen. Nein, an dich hat keiner gedacht. Verdammt, Chris. In unserer Ehe kriselte es schon, bevor ich dich kennenlernte. Warum eigentlich? Marianne war eine gut aussehende Frau. Ich weiß noch, wie neidisch ich zu Anfang auf sie war. Ja, gut aussehend, sportlich, attraktiv, lebhaft, alles, jawohl. Klug und aus guter für Familie und reich obendrein. Die ideale Frau, na sicher doch. Krieg noch heute das kalte Kotzen. Du kannst sehr hart sein. Hart? Darf ich dich daran erinnern, liebe Christine, dass wir beide zusammen ins Bett gestiegen sind, bevor der arme alte Armin, Gott hab ihn selig, nach seinem 2. Herzinfarkt das Zeitliche segnete?
Dann lass uns doch jetzt heiraten. Ich kann dieses Versteckspiel nicht mehr aushalten. Ich brauche dich. Jetzt. Christine, wenn wir jetzt heiraten, hat die Polizei ein Motiv dafür, dass ich Marianne umgebracht habe. Aber der Bilderdieb... Die fahren zweispurig. Wenn sie den Bilderdieb nicht finden, dann halten sie sich an mich. Architekt bringt seine Frau um, um jüngere Freundin heiraten zu können. Ach, das ist doch Quatsch. Du hast doch ein Alibi. Ja, aber was für eins. Im Büro bin ich gewesen, allein und hab gearbeitet. Ich kann's nicht beweisen, weil mich keiner gesehen hat. Und die können mir nicht das Gegenteil beweisen. So sieht's aus. Ist das wirklich so? Natürlich, genau so. Was siehst du mich so an? Ach, nichts. So, nichts. Christine, du hast mich schon immer schlecht belügen können. Du hast doch was. Ich mache mir Sorgen. Worüber? Max, was ist an diesem Freitag wirklich passiert? Freitag? An welchem Freitag? Als Marianne, als sie getötet wurde. Was meinst du? Liebling, wir waren doch auf der Baustelle. Wir haben über Marianne gesprochen. Erinnerst du dich noch über die Scheidung? Du hast gesagt, sie würde nie in eine Scheidung einwilligen. Nie. Aber ich wollte unbedingt, dass du endlich mit ihr sprichst. Das hast du mir fest versprochen. Du wolltest sofort nach Hause fahren und endlich reinen Tisch machen. Reinen Tisch sofort. Hast du reinen Tisch gemacht? Nein, Himmel, Herrgott, nochmal nein. Ich hab's dir schon 100 Mal erzählt. Ich bin ins Büro gefahren. Als ich abends nach Hause kam, war sie tot. Aber du hast mir damals geschworen, du würdest sofort nach Hause fahren und mit Marianne über die Scheidung reden. Sag mal, Chris, was soll das? Du hast gelogen. Da stimmt doch was nicht. Moment, Moment. Wieso habe ich gelogen? Entweder hast du mich angelogen, als du sagtest, du würdest sofort nach Hause fahren und mit Marianne über uns reden. Oder du hast die Polizei belogen und du bist gar nicht im Büro gewesen. Also, das ist... Chris, weißt du, was du da redest? Willst du mir den Mord an Marianne anhängen? Willst du mich hinter Gitter bringen? Nein, so hör doch zu. Ich will doch nur wissen, was geschehen ist. Ich will endlich Gewissheit. Gewissheit, du willst Gewissheit. Worüber denn? Ob ich Marianne umgebracht habe? Ob ich ein Mörder bin? Liebling, bitte nein. Das wird ja immer gespenstischer. Du bist nicht sicher, ob ich ein Mörder bin. Bist du die ganzen Monate mit dieser Idee herumgelaufen? Nein, doch, ja, nicht sofort, aber dann... Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Pass mal auf, meine liebe Christine. Den Spieß können wir auch umdrehen. Als wir uns an dem bewussten Freitagnachmittag auf der Baustelle trennten, bin ich ins Büro gefahren. Wohin bist du denn gefahren? Ich? Was meinst du denn damit? Genau das, was ich gefragt habe. Wohin bist du gefahren? Nirgendwohin. Das habe ich dir doch schon erzählt. Ich bin herumgelaufen, weil ich... Sehr schön herumgelaufen. Aber getroffen hast du niemanden, nein? Das siehst du. Wer sagt mir denn, dass du wirklich nur herumgelaufen bist? Oder bist du zu deiner guten Freundin Marianne gefahren? Was? Zu Marianne? Warum sollte ich denn zu Marianne fahren? Oh, da könnte ich dir einen tollen Grund nennen. Um dich zu vergewissern, ob der liebe, feige Max wirklich den Mut hatte, reinen Tisch zu machen. Aber der feige, geliebte Max war ins Büro gefahren. Und im Haus war niemand. Außer Marianne. Willst du damit andeuten, dass... Du hattest auch ein Motiv, Marianne umzubringen. Und ein Alibi kannst du auch nicht vorweisen. Bist du verrückt? Mein Gott, das ist doch... Hallo Chef, hier ist Rudi. Tag Rudi, na was gibt's? Ich hab was zu melden. Schierold hatte Besuch, eine Frau. Flotter Käfer, könnte mir gefallen. War heute Nachmittag bei ihm im Haus, ist keine Viertelstunde drin geblieben und dann wie eine Irre rausgestürzt. Sie hat geheult und sich ins Auto geschmissen und ist dann davongerast, dass die Reifen rauchten. Hat sie dich abgehängt? Nee, wo denkst du hin? Sie heißt Paulsen und wohnt in der Altsteigerhöhe 24. Das ist direkt in der Nähe vom Stadtwald. Paulsen, Namen kenne ich doch aus der Akte. Ach ja, richtig, weiß schon wieder. Was mache ich jetzt? Nichts, bis fertig für heute. Hey. Gute Nacht. Dann kann ich mich jetzt meiner Flamme widmen, ja? Mit ganzer Kraft bis Montag, Rudi. Schönen Abend. Gleichfalls, bis dann. Tschüss.
Morgen, Chef. Morgen, Rudi. Na, was Neues? Nee. Immer noch der Fall Schirold. Hat eine Zigarre vom Chef bekommen. Eine große oder eine kleine? Mittel. Er wird nervös, weil es nicht vorangeht. Weil was nicht vorangeht? Der Fall Marianne Schirold oder der Fall Heike Schirold? Ja, glaubst du denn, dass es zwei getrennte Fälle sind? Keine Ahnung. Mit dem Fall Marianne Schirold hatten wir ja bisher nichts zu tun. Und jetzt die Tochter. Oh, dieser Arsch von Bellmann hätte ruhig weitermachen können, statt sich mit Magengeschwüren ins Bett zu legen. Reg dich mal ab, Rudi. Wenn du erstmal so lange dabei bist wie ich, verstehst du besser, dass man hier Magengeschwüre züchtet. Nicht mit mir, Chef. Im Fall der Mutter, der Marianne, ist Bellmann nicht weitergekommen? Nee, keinen Schritt. Kennst du die Akten? Flüchtig wie immer. Mhm. So, so, flüchtig wie immer. Also. Marianne Schirold, geborene Webster, 43 Jahre alt, gestorben oder umgebracht am 29. November vorigen Jahres. Das war ein Freitag. Und woran ist sie gestorben? Eine Todesursache war ein Genickbruch. Wir haben sie unten an der Treppe gefunden, die in den ersten Stock hochführt, in Schirolds Haus. Sie lag da ganz verquer und es besteht kein Zweifel, dass sie die Treppe runtergestürzt ist. Oder runtergestürzt worden ist. Ja, das kann natürlich sein. Für einen Stoß spricht, dass jemand in das Haus eingebrochen war. Mhm. Ist das sicher? Gut, sicher. Was ist schon sicher? Aber irgendjemand hat aus der Verandatür das Glas so rausgeschnitten, dass er an den Innenriegel rankam. Übrigens fachmännische Arbeit. Und? Was hat dieser glasschneidende Unbekannte im Haus gemacht? Bilder geklaut. 11 Stück. Von einem gewissen William Fortescue Knight. Hä? Ja, was denn, den kennst du nicht? William Fortescue Knight, 1770 bis 1824. Schotte, gesuchter Porträtist. Die Kunsthistoriker behaupten, er habe zuletzt jeden Monat an derselben Stelle in irgendeinem schottischen Moor gehockt und dieselbe Landschaft gemalt. Nämlich 11 kleine Bilder. 11? Bei mir hat das Jahr 12 Monate. Ja, aber vor dem 12. Bild hat er sich zum Sterben niedergelegt. Ach, damit hätte er ja noch einen Monat warten können, ne? Du sagst es. Ist denn das Zeug was wert? Unter Brüdern und Kunstsammlern gut eine halbe Million. Was? Eine halbe Million? Und das hing so einfach bei den Schirolds an der Wand? Versichert, lieber Rudi. Versichert. Für 200.000 Mark. Versichert. Naja, da haben wir doch schon. Immer langsam mit die jungen Pferde. Die Versicherung hat noch nicht gezahlt. Und nebenbei hat Schirold die Auszahlung auch noch nicht beantragt. Der Knabe scheint zu viel Geld zu haben. Im Gegenteil, ihm geht's seit dem Tode seiner Frau ziemlich dreckig. Und warum kassiert er dann die Versicherung nicht? Siehst du, das müssen wir ihn fragen. Ich habe aber irgendwie das dumme Gefühl. Ja? Was hast du für ein Gefühl? Ach nichts, das ist wirklich nur so ein Gefühl. Bleiben wir lieber bei den Tatsachen. Okay. Die Tatsache liegt also unten an der Treppe und hat sich das Genick gebrochen. Rudi, dein Gedächtnis à la Bonheur. Auf Welt bloß nicht sarkastisch. Dann erhebt sich, wie der Staatsanwalt sagen würde, die entscheidende Frage, ob sie der Bilderdieb runtergeschmissen hat. Wenn ja, suchen wir einen Raubmörder. Du machst dich, Rudi. Dein Genie färbt irgendwie auf mich ab, Chef. Sie kann natürlich auch von selbst runtergefallen sein. Naja, für einen unglücklichen Sturz spricht, dass sie getrunken hatte. Knapp 0,7 Promille. In ihrem Zimmer haben wir später schön versteckt auch die Flaschen gefunden. Cointreau mit Zitronensaft und Sprudel. Ist ja eklig. Mhm. Aber sag mal, mit 0,7 Promille? Richtig, mit so viel oder so wenig Alkohol im Blut fällt man nicht so leicht eine Treppe runter, die man seit mehr als 10 Jahren benutzt. Aber da war noch was. Hab ich's mir doch gedacht. Bellmann hat in einer Schreibtischschublade eine Tablettenpackung gefunden. Mit Beruhigungspillen. Eine fast leere Packung. So, und nun kommt der Hammer. In Verbindung mit Alkohol führt dieses, wie hieß denn das bloß noch? Hier, dieses Diazepam zu Gleichgewichtsstörung. Das steht ziemlich fett gedruckt auf dem Beipackzettel. Und? Hat sie denn von den Pillen geschluckt? Mhm. Mindestens 4 Stück, gleich 100 Milligramm. Eine viel zu hohe Dosis, empfohlen wird eine Tablette, in schweren Fällen 2. Halb besoffen und im Tablettentran. So ist es. Ja, also gibt's 2 Möglichkeiten. Erstens, sie ist ohne Fremdverschulden die Treppe hinuntergesegelt, wegen des Alkohols und der Tabletten. Oder zweitens, der Bilderdieb hat sie runtergeschubst.
Drittens, sie war schon tot, als der Bilderdieb einstieg. Und viertens, es hat gar keinen Diebstahl gegeben. Wie, was? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Der Ehemann kommt nach Hause, kriegt Krach mit seiner Frau, stößt sie absichtlich oder versehentlich die Treppe runter, bekommt das kalte Hemdenflattern und inszeniert den Raubmord. Du hast ja vielleicht eine Fantasie. Tja, Beweise wären mir auch lieber. Wie ist denn Scherolds Alibi für die Tatzeit? So mies, dass es wahrscheinlich echt ist. Er war mit einer Kundin oder wie man das bei Architekten nennt, auf einer Baustelle. Übrigens mit dieser Paulsen, der du am Samstag nachgefahren bist. Ach nee, guck mal an. Hat sich über die ständigen Änderungswünsche der Paulsen geärgert und ist ins Büro zurückgefahren, sagt er. Zeugen gibt's nicht, sein Partner war verreist, die Sekretärin schon nach Hause gegangen. Jedenfalls hat er im Büro ein wüstes Durcheinander veranstaltet. Das bestätigt die Sekretärin, die am Montag aufräumen musste. Unordnung ist schnell gemacht. So ist es. Gegen 20 Uhr tauchte Scherold in seiner Stammkneipe auf und besoff sich so, dass der Wirt ihm gegen 21.30 Uhr die Autoschlüssel wegnehmen wollte. Ja, Scherold weigerte sich aber, war gegen 22 Uhr zu Hause, fand seine tote Frau und holte die Polizei. So steht's geschrieben. Naja, das Alibi ist schwach. Aber hatte er wenigstens ein Motiv, seine Frau umzubringen? Nee, eben nicht. Ich meine, nach allem, was Bellmann zusammengetragen hat, war es nicht die beste aller denkbaren Ehen, aber selbst die Tochter, die ihren Vater nicht leiden konnte, wusste nichts von einem heftigen Krach oder Hass oder einer Freundin des Erzeugers. Ja, und die Heike Scherold haben wir aus der Ruhr gefischt. So ist es. Sie hat keine 6 Stunden im Wasser gelegen. Und trotzdem keine Spur. Nicht die geringste. Sie muss zwischen 21 Uhr und Mitternacht erwürgt worden sein mit einem Schal oder was ähnlichem. Der letzte Zeuge hat sie gegen 18 Uhr an dem bewussten Tag in der Innenstadt getroffen. Von da an absolute Fehlanzeige. Und Papi in Spanien, in Barcelona, auf einem Kongress. Natürlich müssen beide Morde, oder sagen wir lieber Todesfälle, nichts miteinander zu tun haben. Aber irgendwas juckt mich da ganz gewaltig und sagt mir, dass es da einen Zusammenhang gibt. Was ist eigentlich mit dieser Paulsen? Tja, wenn ich das wüsste. Die Ehepaare Paulsen und Scherold waren miteinander befreundet. Dann ist der alte Paulsen gestorben. Was, noch einer? Also bitte, Rudi, ja, es war ein ganz ordinärer Herzinfarkt. Ja, was für ein Glück. Ich hätte glatt die Übersicht verloren. Warum hat die Paulsen dann am Samstag diesen Scherold besucht? Warum nicht? Die kennen sich seit Jahren. Ja, okay, okay. Aber warum hat sie geheult, als sie aus Scherolds Haus geschossen kam? Das, lieber Rudi, ist die einzige Frage. Aber was anderes. Heike Scherold hat einmal ziemlich beiläufig den Namen Uta Klinger fallen lassen. Bellmann hat nicht geschaltet, aber mir ist aufgefallen, dass eine Uta Klinger die Sekretärin im Scheroldschen Büro ist. Was denn, ist die nicht vernommen worden? Nee. Bellmann war nur hinter den Bildern her. Mein Name ist Wohlleben, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Amat. Guten Tag. Guten Tag. Klinger, Sie möchten... wahrscheinlich wollen Sie mit Herrn Scherold... Nein, nein, wir wollten schon zu Ihnen. Zu mir? Ja, was kann ich denn für... Wenn Sie ein paar Minuten Zeit für uns hätten, wir hätten dann noch ein paar Fragen. Fragen? Ja, was... Natürlich, ich habe Zeit. Können wir uns vielleicht mal setzen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Danke. Entschuldigen Sie, ich bin ganz durcheinander. Kein Grund zur Aufregung, Frau Klinger. Nur ein paar Fragen. Ja, ja, ich... was kann ich für Sie tun? Frau Klinger, wir haben Ihre Aussage gelesen. Die vom vorigen Jahr, meine ja, ich. Die vom... als Frau... Ihr Chef damals. Der ist am 29. November, kurz vor 16 Uhr, hier aus dem Büro gegangen. Ja, ja, kurz vor 4 Uhr. Er wollte von der Baustelle, er war dort mit der Bauherrin verabredet. Richtig. Wissen Sie noch, wer das war? Ja, einen Moment, das war Paulsen. Christine Paulsen hieß sie. Wie kommt es, dass Sie sich noch so gut an den Namen erinnern? Den Tag kann ich gar nicht vergessen. Sie wissen schon, weil Frau Scherold... Ja, und Christine Paulsen kommt ja immer noch hierher ins Büro. Ach, ist der Bau immer noch nicht fertig? Doch, doch, längst, natürlich. Nein, mit dem Bau hat es nichts zu tun. Frau Paulsen ist eine Freundin vom Chef, die... Mhm. Oh, das...
Also ich meine, Freundin klingt so... Also der Chef kennt sie schon lange, sie und den Mann, also als der noch lebte. Ach, Herrgott, reiß dich zusammen, Mutter. Also, die Ehepaare Paulsen und Scherold waren seit langem befreundet. Wir verstehen Sie schon richtig, Frau Klinger. Ihr Chef ist dann noch mal ins Büro zurückgekommen? Ja, hat offenbar nach alten Bauzeichnungen gesucht und hat da alles völlig durcheinander geschmissen. Am Montag sah es ja aus wie im Schweinestall. Frau Klinger, wie lange arbeiten Sie denn schon für Herrn Scherold? Das sind jetzt im Moment 8 Jahre. Ah ja, dann kannten Sie natürlich auch Frau Scherold. Ja, sicher, ja. Wie sind Sie denn so mit ihr ausgekommen? Ach, es geht. Ja, so kann man vielleicht sagen, es geht. Beziehungsweise, es ging. War sie eifersüchtig? Eifersüchtig? Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie sagten, es ging. Das hört sich nicht nach einem besonders herzlichen Verhältnis an. Nein, das war es auch nicht. Gibt's denn dafür einen Grund? Ach, ich glaube, sie hat mir krumm genommen, dass ich mich mit dem Chef duze. Aber wir kennen uns schon so lange. Und Frau Scherold haben Sie gesiezt? Ja, immer. Sie hätte mir das Du anbieten müssen. Nein, sie war schon... Also sie konnte sehr, sehr kühl sein. Sonst hatte sie keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Nein, wo denken Sie hin? Bitte, Frau Klinger, mein Kollege hat sich nur ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. Entschuldigung. Wie war denn nun die Ehe der Scherolds? Wie bitte? Wie die Eheleute Scherold miteinander auskamen. Also das sollten Sie lieber den Chef selbst fragen. Das tun wir auch noch. Na, da muss ich ja wohl nicht drauf antworten. Tja, eigentlich doch. Wie käme ich dazu? Weil Sie Christine Paulsen kennen. Was soll das jetzt wieder heißen? Frau Klinger, genau das soll es heißen, was mein Kollege gesagt hat. Wie lange dauert das Verhältnis Ihres Chefs mit Frau Paulsen schon? Sind Sie verrückt? In Grenzen. Nein, nein. Der Chef hat nichts mit Christine Paulsen. Und da sind Sie sicher? Ach, selbstverständlich. Wieso eigentlich? Sind Sie mit Ihrem Chef so vertraut, dass er Ihnen seine Seitensprünge und Verhältnisse beichtet? Nein, natürlich nicht. Ja, woher wollen Sie dann wissen, dass er mit Christine Paulsen nichts hat? Na schön, gut, wie Sie wollen. Dann verraten Sie uns nur noch, warum Heike Scherold Sie nicht leiden mochte. Was? Was heißt denn das jetzt schon wieder? Heike mochte Sie nicht. Das hat sie zu Protokoll gegeben. Nein, das glaube ich nicht. Wir können Ihnen das Protokoll zeigen. Ach, diese dumme Gans hat doch immer gesponnen. Wegen Heike hat's doch dauernd Krach gegeben. Heike hat die beiden auseinandergebracht. Ein dummes, verwöhntes Nichts, ganz wie die Mutter. Und weil ich zu Max gehalten habe, hat sich dieses Gürche aufgeführt, als sei ich ein Stück Dreck. Bis ich ihr kräftig eine gelangt habe. Das hatte sie längst verdient. Vielen Dank, Frau Klinger. Das war schon alles. Max? Ja? Ich hab geleugnet, dass wir... Ja, ja, sicher. Auf was die alles kommen. Hätte ich das nicht tun sollen? Was? Leugnen, dass wir... Nein, nein, das war schon richtig, Uta. Glaubst du? Ja, das glaube ich. Die suchen doch nur nach einem Motiv, warum ich Marianne umgebracht haben könnte. Aber du hast doch... Nein, aber das kann ich nicht beweisen. Max, ich muss dich noch was fragen. Ja? Aber du darfst mir die Frage nicht übel nehmen. Das musst du mir versprechen, ja? Okay, versprochen. Hast du was mit Christine Paulsen? Was soll denn das? Du hast versprochen, ja, dass... Ja, ist schon gut. Nein! Nein, ich habe nichts mit Christine Paulsen. Oh Gott. Was ist denn mit dir los? Max, an dem bewussten Freitag bin ich nicht einkaufen gegangen. Ich habe hier nur noch schnell aufgeräumt und dann bin ich auch zur Baustelle gefahren. Zu welcher Baustelle? Du meinst zur Altsteiger Höhe? Ja, in die Altsteiger Höhe. Ich habe euch beobachtet. Ihr habt auf der Veranda gestanden und euch gestritten. Ja, ihr habt euch gezankt. Ich hab dich doch genau gesehen. Du bist hin und her gelaufen und ihr habt euch lang und heftig gezankt. Ja, weil sie wieder mal Veränderungen am Bau... Komm, lass doch die Sperrenzchen, Max. Zum Schluss hast du sie geküsst. Naja, nicht mal nur so eben, sondern richtig. Das ist verdammt unfair, Uta. Schon unfair nennst du das? Und was ich durchgemacht habe, war das vielleicht fair?
Dieses dauernde Verschmeckspielen, die Schwangerschaft. Du weißt, das habe ich nicht gewollt. Nein, nein, das stimmt. Ja, das war ja so verdammt störend. Immer in Sorge wegen Marianne, damit bloß diese Marianne nichts davon erfuhr. Hör auf, so zu schreien. Wir haben beide gewusst, auf was wir uns da einließen. Ja, ja. Wir haben ja unsere Affäre auch ganz vornehm beendet. Gute Freunde. Ein richtig liebevolles Arbeitsteam. Ab und zu mal zärtlich miteinander. Man mag sich ja immer noch leiden. Liebste, bitte, ich habe dich nie in irgendeiner Form... Lass das, Max. Ich werd's doch nicht glauben. Ich habe nämlich nicht vergessen, wann du dich verändert hast. Soll ich dir sagen, wann genau das war? Da bin ich aber neugierig. 8 Wochen. 8 Wochen, bevor der alte Paulsen starb. Da hatte dein Verhältnis mit Christine Paulsen angefangen. Nein! Hör doch bitte auf, Ute. An dem Freitag, da wollte ich es endlich wissen. Verdammt, Max, du, ich kann Baupläne genauso gut lesen wie du. Für eine junge, kinderlose Witwe ist das Haus viel zu groß. Hat sie es für euch beide gebaut? Wie kann ich dich nur überzeugen, dass du dich irrst? Gar nicht. Versuch's lieber nicht. Lass mir den Glauben, dass du mir gegenüber wenigstens noch ehrlich bist. Keine Scheidung von Marianne, das galt ja wohl noch, oder? Dass du nicht frei werden konntest, das hat mich über Christine Paulsen hinweggetröstet. Auch noch an dem bewussten Freitagnachmittag. Hör bitte auf. Bis du deine Frau tot aufgefunden hast. Was? Willst du damit andeuten, dass ich... Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Du bist ins Auto gestiegen und davon gerast. Wohin, Max? Wohin bist du gefahren? Ins Büro oder zu Marianne? Verflucht, ich war hier im Büro. Nein. Ich bin hier ins Büro gefahren. Nein. Ich habe Marianne nicht umgebracht. Du warst nicht im Büro. Ich habe versucht, dich anzurufen. Zuerst zu Hause, dann hier im Büro. Mehrmals. Keiner hat abgehoben. Du bist nicht ins Büro gefahren. Mit dieser Uta Klinger kannst du übrigens recht haben. Habe ich bestimmt. Mein Auge für Frauen täuscht mich nie. Daran werde ich dich nach deiner ersten Scheidung erinnern. Was machen wir jetzt? Erstmal essen wir diesen Fleischersatz auf. Und dann so gut wie nichts. Wenn Scherold seine Frau ins Jenseits befördert hat, um seine Sekretärin heiraten zu können, dann bleibt uns dasselbe Problem wie bisher. Wie weisen wir ihm den Mord nach? Und wenn nun die Klinger die störende Frau ihres geliebten Chefs die Treppe hinunter befördert hat? Tja, was dann? Die ist ja nie nach ihrem Alibi befragt worden. Und jetzt, 9 Monate später, gibt es erst recht keine verlässlichen Zeugen mehr. Und dann? Vergiss nicht Heike Scherold. Warum sollte die Klinger auch die Tochter umbringen? Vielleicht hat Heike was gewusst oder herausgefunden. Und warum hat sie das dann nicht zu Protokoll gegeben oder uns informiert? Tja, wenn sie nur keine Gelegenheit mehr dazu hatte oder auf eigene Faust handeln wollte? Ja, es wäre möglich. Das ist eine Möglichkeit und du bringst mich da auf eine Idee. Fräulein Klinger? Guten Abend, Frau Paulsen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich störe, aber könnte ich Sie für ein paar Minuten sprechen? Sie stören überhaupt nicht. Kommen Sie doch herein. Vielen Dank. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, vielen Dank, ich muss noch fahren, aber wenn ich rauchen dürfte. Natürlich, bitte. Tja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Heute Morgen hatte ich einen ziemlichen Streit mit Max. Mit Max? Herr Scherold, mein Chef. Wir duzen uns schon lange. Ach ja. Es ist nicht nur das Duzen. Wir arbeiten ja schon seit 8 Jahren zusammen. Frau Paulsen, Sie sollten wissen, dass Max und ich ein Verhältnis gehabt haben. Warum erzählen Sie mir das? Ja, weil ich denke, dass Sie Max besser kennen. Oder sollte ich sagen, dass Sie ihn sehr gut kennen? Fräulein Klinger, ich weiß beim besten Willen nicht, ob Sie das was angeht. Oh doch, das geht mich schon was an.
Schließlich liebe ich Max immer noch. Aber das haben Sie wohl nicht gewusst. Nein. Max hätte es Ihnen erzählen können. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, jedenfalls nicht die Hauptrolle. Viel wichtiger ist, dass mich heute Morgen die Kriminalpolizei gefragt hat, ob Max ein Verhältnis mit Ihnen hat. Wie bitte? Sie haben mich schon genau verstanden. Ach, das ist doch Unsinn. Sie nehmen mich auf den Arm. Nein. Zwei Kriminalbeamte waren heute Morgen bei mir im Büro. Ach, dann hat er so Max. Was wollten Sie eben sagen? Nein, das ist nicht wichtig, gar nicht wichtig. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, an dem Marianne starb? Ja. An dem Nachmittag haben Sie sich mit Max auf der Baustelle dieses Hauses getroffen. Sie haben lange mit ihm auf der Veranda gestanden und sich gestritten. Wie kommen Sie denn darauf? Gestritten, bis Max sie geküsst hat. Ach, das ist doch blühender Unsinn. Nein, Frau Paulsen, das ist kein Unsinn, das wissen Sie genau. Ich habe sie beobachtet, von drüben, von der Garage aus. Max ist weggefahren, Sie haben ein paar Minuten gewartet, dann sind Sie um das Haus herumgegangen. Ach, ja, ich habe sie beobachtet. Ich bin Ihnen gefolgt. Sie sind der Altsteiger Höhe bis zur Frankenstraße heruntergelaufen und dort an der Ecke in die Telefonzelle gegangen. Also das ist ziemlich... Von dort haben Sie Marianne Schierold angerufen. Entschuldigung, Freund Klinge, aber das ist reine Fantasie. Nein, ich stand etwas seitlich und konnte Sie in der erleuchteten Telefonzelle ganz gut beobachten. Sie haben mit Frau Schierold gesprochen, 3-4 Minuten. Also ich verstehe immer noch nicht, was Sie... Dann haben Sie aufgehängt, sind in Ihr Auto gestiegen und weggefahren. Wohin, Frau Paulsen? Weiß die Kripo eigentlich, dass Sie Ihren Chef lieben? Was? Wo sind Sie eigentlich hingefahren, nachdem Sie mich angeblich in der Telefonzelle beobachtet haben? Hat die Polizei das schon mal gefragt? Nicht, dass es mich wirklich interessiert. Sie sollten nur nie vergessen, dass jede Medaille 2 Seiten hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Hübsches Weib, diese Klinge. Sie ist aber verdammt eilig. Mich laust der Affe, sie will ins Büro. Um diese Zeit? Pass auf, sie parkt, fahr nicht zu dicht dran. Und jetzt? Wenn ich das wüsste. Am liebsten würde ich ihr nachgehen. Hast du eine Vorstellung, was sie im Büro will? Naja, so ungefähr. Ja? Na los, komm. Wie schön, die Haustür ist nicht ins Schloss gefallen. Das Glück der Tüchtigen. Macht bloß kein Licht. Ah, Scheiße, die Tür ist zu. Dann streng gefälligst deine Ohren an. Da. Das hörst du doch. Da ist ein Schrank aufgebrochen. Und warum? Weil sie keinen Schlüssel hat, du Dussel. Komm, wir verduften. Und jetzt, verehrter Chef? Jetzt warten wir auf deine verehrte Uta Klinger und fahren ihr wieder nach. Los, Rudi, bleib dran, aber sei vorsichtig, sie ist jetzt sehr nervös. So kommt sie nun aber wirklich nie nach Hochfeld. Nee, sie fährt ja auch zu Schierold. Ganz wie ich gehofft habe. Guten Morgen, Frau Klinger, hier ist noch einmal Kommissar Wohlleben. Ich brauche eine Auskunft. Diese Reise von Herrn Schierold nach Spanien, das war doch ein Kongress. Ja, in Barcelona.
Über Städtebau und Stadtsanierung. Wissen Sie zufällig, ob das die erste Reise war, die Herr Scherold nach dem Tod seiner Frau gemacht hat? Erste Reise? Lassen Sie mich mal überlegen. Nehmen Sie sich Zeit. Sie wollten in den Skiurlaub, das war natürlich in das Heike wurde. Ja, tatsächlich, Herr Kommissar, das war die erste Reise meines Chefs. Wunderbar, das hilft mir weiter. Und Sie, Frau Klinger, Sie sind seit dem Todesfall, ich meine jetzt Frau Scherold, auch noch nicht für längere Zeit verreist? Nein. Sehr schön. Frau Klinger, wann haben Sie Dienstschluss? Um 16.30 Uhr, warum fragen Sie? Würde es Ihnen viel ausmachen, anschließend bei uns vorbeizukommen? Wir müssen noch ein Protokoll aufsetzen. Ja, das kann ich machen. Wunderbar. Sagen wir 17 Uhr, Polizeipräsidium, Karl-Otto-Platz. Wir sitzen im zweiten Stock, Zimmer 211. Ja, gut, Zimmer 211. Vielen Dank, bis heute Nachmittag also. Wiedersehen. Das läuft ja gar nicht schlecht. Morgen, Chef. Na, morgen ist gut, Rudi. Na, dann Mahlzeit. Ich war draußen im Hochfeld und hab mich umgehört. Die Klinger wohnt im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses und unten wohnt eine Witwe, die anscheinend zu viel Zeit und zu wenig Ablenkung hat. Auf Deutsch, sie spioniert den Nachbarn nach. Und das ist die unfreundliche Version. Sie behauptet nun steif und fest, Heike Scherold sei mehrfach bei der Klinger gewesen. Meistens nur kurz, aber bestimmt 8 oder 9 Mal in diesem Jahr. Dann hat Heike die Ohrfeige also vergeben. Oder vergessen. Scheint so. Nur die Witwe ist nicht so ganz überzeugend, dass ich meine vor Gericht... Macht nichts. Für unsere Zwecke reicht's ja aus. Na gut. So, dann zu Paulsen. Die hat früher mit ihrem Mann in der Waldsiedlung gelebt. Die Nachbarn dort kennen Frau und Tochter Scherold vom Sehen. Beide Scherold-Damen sind oft bei der Paulsen gewesen. Heike öfters allein. Das habe ich vermutet. Im neuen Haus der Paulsen ist Heike auch ein- und ausgegangen, behaupten die Nachbarn. Hat sich nützlich gemacht und den Hund ausgeführt und so. Wann hat denn die Paulsen ihr neues Haus bezogen? Moment, Mitte Mai dieses Jahres. Also 3 Monate vor Heikes Tod. Naja, das passt. Du weißt wohl wieder mehr als ich, was? Sagen wir, ich vermute etwas, aber über ungelegte Eier soll man bekanntlich nicht gackern. Ich habe übrigens die 3 ins Büro bestellt. Scherold kommt um 13 Uhr, die Paulsen um 15 Uhr und die Klinger um 17 Uhr. Ach nee. Und was hast du vor? Das erkläre ich dir später. Für dich habe ich jetzt noch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Du gehst jetzt in die Asservatenkammer und lässt dir alle Sachen von der Heike Scherold geben. Aber wirklich alles, verstanden? Sag, was soll denn das? Suchst du was Bestimmtes? Ja, einen Schlüssel. Ich glaube, das müssen Sie anders sehen, Herr Kommissar. Der Wert der Bilder liegt in der Serie. Ein Einzelstück ist viel weniger wert. Aha. Ein Hehler müsste also die ganze Serie verkaufen, aber das wäre viel zu gefährlich, wie mir die Versicherung gesagt hat. 11 Nights, da wüsste jeder Händler, woher die Bilder kommen. Und deswegen vermutet die Versicherung, dass es sich um einen bestellten Einbruch handelt. Ja, ich verstehe. Herr Scherold, ein ganz anderes Thema. Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Frau heimlich trank? Nein. Oder vielleicht, Herr Kommissar Marianne, meine Frau hatte sich verändert, doch, das war mir natürlich aufgefallen, aber ich habe nie vermutet, dass das mit Alkohol, also mit Trinken zusammenhängen könnte. Auch nicht mit Tabletten? Ich meine Beruhigungsmittel. Na, damit noch weniger. Für mich hing das Ganze mit unserer Tochter Heike zusammen. Sie haben sich nicht gut mit Ihrer Tochter verstanden, hm? Nein, nie. Das hat immer Krach und Ärger gegeben. Ich weiß selbst, Herr Kommissar, wie herzlos das jetzt klingt. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte früher mehr Geduld aufgebracht, als es noch nicht so spät war. Sind Sie denn nach dem Tod Ihrer Frau besser mit Heike ausgekommen? Kaum. Sie machte mir ständig Vorwürfe wegen Marianne. Hm? Ach so, das muss ich erklären. Inzwischen wussten wir ja durch die Polizei von dem heimlichen Trinken und den Tabletten. Und dafür sei ich verantwortlich. Ich hätte Marianne gequält und... Ach, was weiß ich. Wenn man sie hörte, war ich der reinste Sadist und Schuft und Versager. Wenn Heike kein Vertrauen zu Ihnen hatte, mit wem hat sie dann gesprochen, wenn sie mal Sorgen hatte? Mit Chris. Chris? Ja, Frau Paulsen. Christine Paulsen. Hm. Wir kennen uns schon lange und Heike nennt sie... hat sie immer Tante Chris genannt. Sie hasste ihren Vater. Aber das heißt nicht, dass sie deswegen ihre Mutter geliebt hat. Im Gegenteil.
Sie hat sie zum Schluss verachtet. Sie hatte doch mehr Vertrauen zu Ihnen als zu Ihrer Mutter. Schwer zu sagen. Manchmal habe ich das angenommen, aber dann gab es wieder Zeiten, wo sie mir aus dem Wege ging. Aha. Wann haben Sie denn Heike zum letzten Mal gesehen? Am Tage, bevor sie... bevor sie starb. Wann ist sie gekommen? Hat sie was Auffälliges gesagt? Wann? Gegen Abend, das weiß ich noch. Sie hatte Hunger und hat meinen Kühlschrank geplündert. Ach ja, richtig. Sie war ziemlich aufgekratzt damals und ich habe noch gedacht... Nein, das ist ja auch egal. Ja, bitte. Was haben Sie sich gedacht? Dass sie froh war, weil ihr Vater nach Spanien geflogen war und sie das Haus für sich alleine hatte. Ach so. Hat sie eigentlich um ihre Mutter getrauert? Doch, ja. Sehr sogar. Sie hat es nie so gezeigt, das stimmt wohl, aber sie hat sehr gelitten. Fräulein Klinger, ich hoffe, dass meine Frage jetzt nicht beleidigend klingt, aber was empfinden Sie für Max Scherold? Ich mag ihn gut leiden. Mehr nicht? Was wollen Sie damit sagen? Empfinden Sie nicht etwas mehr als Sympathie für ihn? Also was soll das? Sowas haben Sie schon mal angedeutet und ich verbitte mir diese Unterstellung. Ja, ist es denn eine Unterstellung? Wie bitte? Frau Klinger, wo haben Sie die letzte Nacht verbracht? Was? Wo? Zu Hause natürlich. Was fällt Ihnen denn überhaupt? Tja, das ist ja nun merkwürdig. Wir sind Ihnen gestern Abend bis zu Scherolds Haus gefolgt und als wir um Mitternacht wieder weggefahren sind, war das ganze Haus dunkel. Sie waren aber noch nicht rausgekommen. Warum antworten Sie nicht? Ist doch nichts dabei, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrem Chef haben. Sie sind doch beide erwachsen. Fräulein Klinger, Sie müssen nicht antworten. Es ist Ihr gutes Recht zu schweigen. Ob es vernünftig ist, wage ich zu bezweifeln. Na schön. Das ist Ihre Entscheidung. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie haben uns erzählt, dass Sie Heike einmal geohrfeigt haben, weil sich das Mädchen unmöglich benommen hat. Heike wiederum hat zu Protokoll gegeben, sie habe Sie, die Sekretärin des Vaters, nicht leiden können. Genau, und das stimmt doch auch. Wie erklären Sie dann, dass Heike Sie in den vergangenen Monaten ein paar Mal in Ihrer Wohnung in Hochfeld besucht hat? Nein, das ist nicht wahr. Doch, Fräulein Klinger, Ihre Nachbarn haben Heike zweifelhaft identifiziert. Nein, das ist doch... Ja? Was wollten Sie sagen? Was wollte Heike von Ihnen? Ach, so kommen wir doch nicht weiter, Frau Klinger. Ich habe nichts zu sagen. Wie Sie meinen. Ich möchte jetzt gehen. Einen Moment bitte noch. Sie können uns noch bei einer Sache helfen. Kennen Sie diesen Schlüssel? Das ist ja... Na weiter, Frau Klinger. Das ist ja... Nichts. Ich habe mich geirrt. Irren ist menschlich. Gestern Abend haben Sie jedenfalls diesen Schlüssel vermisst. Vermisst? Warum soll ich denn... Ja, vermisst. Warum sonst haben Sie den Schrank im Büro aufgebrochen? Woher Wir wissen meistens mehr, als die Leute glauben. Soll ich Ihnen mal verraten, wo wir diesen Schlüssel gefunden haben? In einer Tasche der Jeans, die Heike Scherold trug, als sie ermordet wurde. Erstaunlich, nicht wahr? Die ermordete Heike trägt einen Schlüssel bei sich, der auf einen Schrank im Büro ihres Vaters passt. Was soll man davon bloß halten? Das weiß ich doch nicht. Entschuldigung, Frau Klinger, das glaube ich Ihnen nun nicht. Ich denke vielmehr, Sie wissen ganz genau, was Heike wollte. Nein, Sie täuschen sich. Ach ja, dann korrigieren Sie mich doch bitte. Heike wollte unbedingt in das Büro ihres Vaters und zwar allein. Dazu brauchte sie drei Schlüssel. Für die Haustür, für die Bürotür und die innere Tür zu den Zimmern. Sie ist bei Ihnen in Hochfeld gewesen, um Ihnen die Schlüssel abzuluxen. Aber Sie haben sich geweigert, vor allem, weil Heike Ihnen nicht verraten wollte, was sie vorhatte. Nein, nein, so war das doch Wie nicht. Wie denn sonst, Fräulein Klinger? Okay. Heike kam nicht weiter, ihren Vater konnte sie nicht nach den Schlüsseln fragen, Sie haben ihr den Bund auch nicht gegeben. Haben Sie eigentlich Ihrem Chef erzählt, dass Heike sich unbedingt im Büro umsehen wollte? Ich unterstelle mal, Ihr Schweigen heißt nein. Heike musste also warten, bis ihr Vater zu diesem Architektenkongress nach Barcelona verreiste. Das sind die Schlüssel, die Heike so gesucht hat.
Ich weiß auch nicht, wie sie endlich drangekommen ist, aber ich glaube, wenn wir Max Scherold danach befragen, wird er angeben, dass er diesen Bund auf dem Flug nach Spanien oder in Barcelona vermisst hat. An diesem Bund hing übrigens auch der Schrankschlüssel. Heike konnte also endlich in das Büro und an den bewussten Schrank. Wissen Sie, was sie dort gefunden hat? Nein. Aber Sie vermuten es. Nein, wieso sollte ich? Warum haben Sie dann gestern Abend den Schrank aufgebrochen? Ich weiß, dass Sie nicht das gefunden haben, was Sie befürchtet hatten. Ich möchte jetzt endlich gehen. Wo waren Sie eigentlich an dem Abend, als Frau Scherold ermordet wurde? Warum sind Sie gestern Abend bei Frau Paulsen gewesen, bevor Sie ins Büro und dann zu Ihrem Chef gefahren sind? Sie verheimlichen doch was, Frau Klinger. Haben Sie ein Alibi für den Tag, an dem Heike erwürgt wurde? Aufhören, hören Sie auf! Dann reden Sie doch endlich. Das hat ja alles keinen Zweck mehr. Was soll denn es noch? Also gut, Nein, kein Geständnis. Ich habe nichts zu gestehen. Frau Klinger, das nehmen wir ja auch nicht an. Aber Sie müssen uns jetzt erzählen, was Sie bisher verschwiegen haben. Jetzt haben wir gleich drei Verdächtige im Fall Marianne Scherold. Meinst du? Na ja, doch. Erstens den lieben Ehemann Max, der ins Büro gefahren sein kann oder aber auch nach Hause zur angedudelten Gattin. Zweitens die liebe Christine Paulsen, die erst Marianne Scherold angerufen hat und dann hingefahren ist, um möglicherweise die störende Ehefrau die Treppe hinunter zu befördern. Und drittens unsere Uta Klinger, die zugibt, dass sie an dem bewussten Freitagabend ebenfalls zum Haus Scherold gefahren ist. Sag, meinst du, sie weiß eigentlich, wie sehr sie sich belastet hat? Schimanski! Na, dir die Hand zum Wohl. Danke. Was hast du noch gefragt? Ich wollte wissen, ob du denkst, dass sie sich auch so belastet, ob sie das weiß. Oh, ich denke schon. Sag mal, was machen wir denn jetzt? Nichts, wir haben nämlich keine Beweise. Du wirst sie doch nicht laufen lassen. Oh nein, jetzt lassen wir sie erst mal ein paar Tage schmoren und dann probieren wir es mit der Überrumpelungstaktik. Mal sehen, vielleicht nächstes Wochenende. Prost, Rudi. Prost. Setz dich doch, Christine. Du bist so nervös, Liebling. Ja. Seit diese Klinger bei mir gewesen ist. Warum beunruhigt dich das so? Was wollte die denn bloß von mir? Keine Ahnung. Aber sie ist doch nicht ohne Grund bei mir aufgetaucht. Nein, sicher nicht. Am liebsten würde ich sie direkt fragen. Das geht nicht, sie hat sich krank gemeldet. Das stört mich auch. Abends geht sie gesund aus dem Büro und am nächsten Morgen ist sie so krank, dass sie unbedingt sofort zur Kur fahren muss. Da stimmt doch was nicht. Was soll denn nicht stimmen? Sie ist noch mal launisch, war sie immer schon, seit ich sie kenne. Hoffentlich ist es nur das. Bestimmt. Chris, du siehst Gespenster. Wer ist denn das? Ich weiß nicht. Ich gehe nach oben, sieh zu, dass du schnell mit ihm fertig bist. Deine Tasse. Ach so. Nimm deine Tasse mit. Ja. Morgen. Guten Tag. Tut uns leid, dass wir Sie am Samstagmorgen stören, aber da hat sich was Neues ergeben, das wir unbedingt mit Ihnen besprechen müssen. Wo ist denn Frau Paulsen? Wie bitte? Christine Paulsen. Wie kommen Sie darauf, dass Christine... Weil wir seit gestern Abend Ihr Haus überwachen. Was? Gegen 22.30 Uhr betrat sie ihr Haus und ist seitdem nicht mehr rausgekommen. Sie müssen sich irren, Frau Paulsen. Ach, was? Nun hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Sie ist hier. Wo? Oben in Ihrem Schlafzimmer? Ich verbitte mir solche Anspielungen. Verbitten Sie sich, aber holen Sie endlich Frau Paulsen. Sie darf ruhig im Nachthemd erscheinen. Wir sind eine aufgeklärte Kripo. Oder sollen wir Christine Paulsen mitteilen, dass in dieser Woche schon Frau Klinger hier bei Ihnen übernachtet hat? Jetzt reicht's mir aber. Uns auch, Herr Scherold. Kommen Sie runter, Frau Paulsen. Wir wissen, dass Sie da sind. Oh, jetzt reden wir mal Tacheles, Herr Scherold. Mit welchem Recht fühlen Sie sich in meinem Haus Kennen auf Sie diese Schlüssel? Ja, aber das sind doch... Ja? Reden Sie ruhig weiter, Herr Scherold. Wir sind ganz Ohr. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie ruhig rein, Frau Paulsen. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ja, aber... Ich würde vorschlagen, wir setzen uns. Es wird nämlich etwas dauern. Sie auch, Herr Scherold, ja? Oder... Oder wäre es Ihnen lieber, wir fahren alle ins Präsidium? Nicht?
Na. Also beginnen wir mit dem 29. November vorigen Jahres. An diesem Tag ist Ihre Frau, Ihre Freundin, Frau Paulsen, ums Leben gekommen. Sie beide haben sich am Nachmittag an der Baustelle getroffen. Ja, das haben wir doch schon oft genug ausgesagt. Ich weiß, ich kenne Ihre Aussagen. Was haben Sie denn nun eigentlich auf der Baustelle besprochen? Frau Paulsen hatte Änderungswünsche. Im November? An einem bereits eingedeckten und winterfesten Rohbau? Ja. Na, das muss ich sehr geärgert haben. Was meinen Sie damit? Ihre Besprechung, oder wie man das nennen soll, war sehr stürmisch. Was? Das stimmt nicht. Doch, Sie sind beobachtet worden. Von wem? Das ist unwichtig. Uta. Ganz recht, Frau Paulsen, es war Uta Klinger. Sie, Herr Scherold, sind dann weggefahren und Sie, Frau Paulsen, haben von einer Telefonzelle aus Frau Scherold angerufen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen, Herr Scherold, wissen, wohin Sie gefahren sind, und von Ihnen, Frau Paulsen, was Sie Ihrer Freundin Marianne Scherold am Telefon erzählt haben. Gut, dann will ich Ihnen erzählen, was an dem Abend passiert ist. Jetzt hören Sie mir keine mal zu. Keine Sorge, Herr Scherold, es gibt Beweise. Sie sind eine Zeit lang ziellos herumgefahren, ich denke mir eine Stunde oder etwas mehr. Sie, Frau Paulsen, haben Marianne etwas erzählt oder angekündigt, was die bereits angetrunkene Marianne so aufregte, dass sie Beruhigungstabletten schluckte. Gleich 4 Stück auf einmal. Unser Fachmann meint, bei ihrem Körpergewicht und ihrem Alkoholspiegel trat die Wirkung nach 25 Minuten ein. Irgendwann nach dieser Frist wollte sie nach unten ins Parterre gehen, aber Alkohol und Tabletten zusammen taten ihre Wirkung, sie verlor das Gleichgewicht, stürzte die Treppe hinunter und brach sich das Knick. Nein, das ist... Aber das kann doch gar nicht... Ja? Was wollen Sie sagen, Frau Paulsen? Nichts, nichts. Wirklich? Gar nichts? Nein. Schade. Ich bin sicher, Sie könnten sehr viel dazu sagen, aber lassen wir das. Vorerst. Etwa eine halbe Stunde nach dem tödlichen Sturz sind Sie nach Hause gekommen, Herr Scherold, und haben Ihre tote Frau gefunden. Nein, 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 ich war nicht im Haus, ich war im Büro. Warum haben Sie dort das Telefon nicht abgenommen? Ich hatte zu tun. Nach alten Zeichnungen suchen, was? Ja, warum nicht? Sie sind an dem Abend tatsächlich in Ihrem Büro gewesen, Herr Scherold, aber sehr viel später. Ich würde Ihnen dringend raten, jetzt erst einmal zu schweigen. Sie kamen am späten Nachmittag in dieses Haus und fanden Ihre tote Frau vor. Nein, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Aber ja, Ihre Frau war die Treppe runtergestürzt. Es war ein simpler Unfall, verursacht durch Alkohol und Tabletten. Und von beiden wussten Sie damals noch nichts. Sie hätten ohne weiteres die Polizei, einen Arzt oder meinetwegen die Nachbarn alarmieren können. Niemand hätte Sie verdächtigt. Wir hätten die versteckte Flasche gefunden, die Tabletten. Wir hätten genau, wie wir es ja getan haben, eine Blutuntersuchung vorgenommen und einen Tod durch Unfall konstatiert. Aber Sie, Sie gingen hin und täuschten einen Raubmord vor. Nein, 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 das ist falsch. Herr Gott, lassen Sie meinen Chef doch mal ausreden. Sie haben den Raubmord vorgetäuscht. Aber wenn ich Ihnen doch sage... Gut, Herr Scherold, Sie widersprechen, ich habe es zur Kenntnis genommen. Und Sie hören sich jetzt ruhig mal meine Hypothese an. Ja, eine Hypothese, das ist richtig. Sie täuschen also einen Raubmord vor. Der Gummisauger stammt aus dem Haushalt, den Glasschneider werden Sie aus Ihrem Bastelkeller geholt haben. Sie packen die 11 Neidbilder ein und verlassen mit ihnen das Haus. Die ganze Zeit über habe ich mich gefragt, warum. Warum täuscht er einen Raubmord vor, wo es sich doch um einen simplen, beklagenswerten Unfall handelt? Erwarten Sie etwa eine Antwort? Nein, vorläufig nicht. Bis mir dann eine Idee kam. Ein Mensch, so habe ich mir überlegt, würde die Unfalltheorie nicht glauben. Ein Mensch würde sie verdächtigen, ihre Frau umgebracht zu haben. Gut, wenn sie damals schon gewusst hätten, dass ihre Frau heimlich Trank und Tabletten geschluckt hatte, hätten sie es vielleicht riskiert, aber sie wussten es nicht und glaubten, dass der oder die nie an einen tödlichen Sturz einer scheinbar gesunden Frau im Vollbesitz ihrer Kräfte glauben würde. Dass dieser bewusste Mensch Christine Paulsen ist, ahnten wir natürlich nicht. Ich? Ja, Sie, Frau Paulsen. Wie kommen Sie denn auf mich? Ganz einfach. Langsam wird doch das albern. Ich gar nicht. Sie haben sich auf der Baustelle nämlich nicht über den Rohbau unterhalten, sondern über Ihr Verhältnis. Unser Verhältnis? Na klar doch, Sie hatten und haben ein Verhältnis. Sie wollten heiraten. Jetzt musste nur noch Marianne Scherold in die Scheidung einwilligen. Aber Marianne wollte nicht. Sie sträubte sich gegen eine Scheidung mit Händen und Füßen. Woher wollen Sie denn das nun schon wieder gehört haben? Von Ihrem anderen Verhältnis, Herr Scherold, von Uta Klinger. Max! Wie
Glaub den doch nicht, Chris. Sie hat's ausgesagt und unterschrieben. Die spinnt doch. Uta Krieger hat die Nacht in diesem Haus verbracht. Sogar noch in dieser Woche. Sie lügen. Warum sollten wir? Nein, Mann. Die verfluchte Idiot. Nein, Mann, das darf doch nicht stimmen. Ruhe. Nun, Frau Paulsen, haben Sie sich auf der Baustelle über die Scheidung unterhalten? Chris, lass dich nicht provozieren. Sie hat niemand um Ihre Meinung gebeten. Nun antworten Sie doch endlich, Frau Paulsen. Ja. Was ja? Wir haben über die Scheidung gesprochen. Und der Scherold hat gesagt, seine Frau würde sich nicht scheiden lassen. Das hat er schon die ganze Zeit über behauptet. Chris, um Himmels Willen, überleg doch, was du sagst. Die Wahrheit, sie sagt nur die Wahrheit und Sie halten jetzt den Mund. Aber an dem Freitag, da hat er doch versprochen, dass... Was hat er Ihnen denn versprochen? Endlich mit Marianne zu reden, über uns. Na Gott sei Dank, jetzt kommen wir endlich weiter. Okay, Frau Paulsen, warum haben Sie unmittelbar danach Marianne angerufen? Weil ich musste es ihr doch selbst sagen. Marianne wurde wütend am Telefon? Sie hat mich beschimpft. Eine Hure hat sie mich genannt und ich sollte mir keine Hoffnungen machen. Jetzt würde sie sich erst recht nicht scheiden lassen. Tja, Herr Scherold, das war Pech, was? Unter diesen Umständen hätte Frau Paulsen Ihnen den Unfall nie geglaubt. Doch. Auf jeden Fall war Ihnen das zu riskant. Nicht wahr, Herr Scherold? Sie hatten Angst. Schlicht Angst, Frau Paulsen könne der Polizei erzählen, was Sie auf der Baustelle wirklich besprochen hatten. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben also den Raubmord vorgetäuscht und sind mit den Bildern in Ihr leeres Büro gefahren. Einmal, weil Sie sich nachträglich ein Alibi zimmern wollten und dann, weil Sie ja ganz schnell und ohne aufzufallen irgendwo die Neidbilder verstecken mussten. In dem Schrank mit den alten Zeichnungen, nicht wahr? Ist das wirklich so gewesen? Genau so war es, Frau Paulsen. Hinterher hat er in seiner Stammkneipe den Betrunkenen markiert, damit sich der Wirt an ihn erinnert. So, und jetzt kommen wir zu Heike. Ihre Tochter, Herr Scherold, vermutete nämlich dasselbe wie Frau Paulsen, dass Sie Ihre Frau umgebracht und den Raubmord vorgetäuscht hatten. Voller Hass begann sie hartnäckig nach den Bildern zu suchen. Deswegen wollte sie unbedingt in ihr Büro. Deswegen hat sie immer wieder ihrer Sekretärin die Büroschlüssel abschwätzen wollen. Aber Uta Klinger hat nicht mitgespielt, weil sie immer noch in sie verliebt war. Tja, und dann sind sie nach Spanien geflogen. Wie war denn das nun? Hat sie ihnen die Schlüssel vorher geklaut oder wie? Ich weiß nicht, wann und wo sie mir die Schlüssel weggenommen hat. Ich habe sie erst vermisst, als ich in Spanien wieder packte, nachdem ich die Polizei wegen Heike angerufen hat. Aber Sie haben doch wieder die Schlüssel. Auch für den Schrank mit den alten Bauzeichnungen. Ja, das sind Nachschlüssel. Mein Partner hat mir seine geliehen, um einen neuen Satz machen zu lassen. Und was hat Heike in dem Schrank in Ihrem Büro gefunden? Das wissen Sie doch. Die 11 Bilder von William Fortescue Knight. Ja. Können Sie sich vorstellen, welchen Schluss Heike daraus gezogen hat? Sie hat mich daraufhin für Mariannes Mörder gehalten. Wo sind die Bilder jetzt? Hier, bei mir im Keller. Na schön, Heike glaubt also, den Beweis dafür zu haben, dass der Vater die Mutter ermordet hatte. Was hat sie daraufhin getan? Mit ihrem vermeintlichen Wissen. Mit wem hat sie darüber gesprochen? Mit wem? Max. Sieh mich doch nicht so an. Sie kam zu mir. Hat geschrien, du hättest Marianne... Sie hätte jetzt den Beweis. Du hättest Marianne umgebracht. Sie hat getobt und geschrien. Sie wollte dich ins Gefängnis bringen. Für immer. Ich musste sie doch daran hindern. Ich musste doch. Sie wollte ja nicht auf mich hören. Was konnte ich denn da tun? Max... Der Irrtum. Sie hörten ein Kriminalhörspiel von Horst Bieber. Max Scherold, Wolfgang Kondrus, Christine Paulsen, Sonja Deutsch
Uta Klinger, Viola Sauer. Kommissar Wohleben, Gerd Hauke. Rudi Ammert, Hans-Georg Pantschak. Wirtin, Elke Maria Wollmann und andere. Ton und Schnitt, Friedrich Wilhelm Häfner und Elke Trattneck. Regieassistenz, Christoph Pragua. Musik, Friedhelm Schönfeld. Regie, Albrecht Zurkau.